Moin Leute, ja, es ist wieder Zeit. Wir besprechen die neue Folge WandaVision, nämlich die fünfte in dieser ganz besonderen Folge, so heißt sie nämlich. Und das ist natürlich wieder eine Analyse, Zusammenfassung und wie geht's weiter? Das ist natürlich eine neue Folge Nerdschule. Ich bin Dennis und wenn du Bock hast auf Marvel-Serien, die ich besprechen soll, Filme und andere Superhelden-Krams, dann lass doch gerne ein Abo hier, ich würde mich darüber freuen. Und los geht's! So Leute, beginnen wir erstmal mit dem kleinen Recap. Wir sind natürlich jetzt in den 80ern gelandet. Es sieht man einfach daran, dass diese Referenz des Intros auf Family Ties zeigt. Also ist einfach eine Referenz wirklich zu dieser Sitcom und natürlich auch zu Full House. Allein macht das Sinn. Elizabeth Olsen ist natürlich die Schwester von den Olsen Twins. Ja, und es dauert so ungefähr 8 Minuten bis zum Intro. So, dass es wirklich dann ein bisschen Fahrt aufnimmt. Auch vorher sehen wir auf jeden Fall, wie Tommy und Billy plötzlich 5 Jahre alt werden. Vom Babys 5 Jahre alt. Also schon Wahnsinn, wie schnell diese kleinen Racker wachsen. Und später werden sie sogar noch größer und sind dann plötzlich 10 Jahre alt. Also wenn wir so weitermachen, sind wir in der neuen Folge wirklich dabei, dass wir vielleicht Wiccan und Speed sehen könnten. Also Wahnsinn. Und natürlich sehen wir auch da schon, wo sie 5 Jahre alt werden, wie Agnes die beiden ja eigentlich aber angeblich wohl aus der Wiege genommen haben. Und sie sagt, die kleinen Racker werden immer schneller größer. Und so ist es auch. Die Vermutung, obwohl wir an einer anderen Einstellung sehen wir auch nachher Agnes, wie sie diese Brosche wieder trägt. Ist sie dann vielleicht wirklich Agatha Harkness? Das deutet einfach vieles darauf hin. Dann sehen wir natürlich Monica Rambeau, wie sie untersucht wird. Und da ist vielleicht die Vermutung, stimmt was mit ihrem Körper nicht? Wird sie langsam zu Spectrum oder Photon? Und da kann ich immer noch nicht so richtig was sagen. Das werden wir dann in den nächsten Folgen sehen. Dann kriegen wir ein krasses Detail in dieser Sword-Zentrale, wo sie um so einen Tisch rumsitzen, dass vor 9 Tagen Wanda die Leiche von Vision entsorgt, wollte ich gerade sagen, nämlich entwendet hat, was natürlich gegen Sokovia Artikel 36b verstößt, gegen das Sokovische Abkommen. Und sie darf eigentlich Vision nicht zur Waffe machen, was ich nicht glaube, dass sie es machen wollte. Sie wollte einfach mit ihr die Trauer bewältigen, ihr wieder zusammenfügen und damit ihnen ein schönes Leben leben. Das kann ich mir gut vorstellen. Später sehen wir natürlich Wanda, wie sie aus Westview rauskommt. Und wir denken, dass sie wirklich der Oberfiesling hier ist. Glaube ich aber weniger. Das ist einfach eine ganz komplette Trauerbewältigung. Das ist meine Meinung. Sie bringt ja auch keinen um. Sie will einfach nur in Ruhe gelassen werden. Aber das Ding ist einfach, da ist bestimmt noch eine andere Macht im Spiel. Dann sehen wir einen Hund, nämlich namens Sparky, der einfach eine Referenz ist zu dem Androidenhund Sparky aus den Comics, der Hund von Wuschen, der später aber auch noch ein tragisches Ende nimmt. Das später aber zu mir. Hier gibt es noch andere kleine Details, wie zum Beispiel ein Hinweis, wie Scarlet, natürlich Thanos so hätte einfach besiegen können, wie Captain Marvel, dass Monica Rambeau überhaupt auf Captain Marvel gar nicht so gut zu sprechen ist und dass die natürlich die Kraft aus den Infinity-Steinen ziehen. Das haben wir so ein bisschen auch nochmal ganz kurz gehört. Natürlich geht man immer mehr auf die Anomalie ein, das Hexagon, was vielleicht ja auch eine so gesehen Beschwörung sein können, ritualmäßig wie so ein Hexending. Vielleicht die Vermutung mit Agatha Harkness, Scarlet und vielleicht noch eine Hexe. Vielleicht dieser Hexenzirkel, der vorkommen könnte in dieser Serie. Dass sie das vielleicht alles erschaffen haben, unter Kontrolle eines anderen, sag mal, Fieslings, eines Bösewichts, das ist die andere Sache. Vielleicht später dazu nochmal mehr. Dann sehen wir, wie Vision eine E-Mail öffnet, wo natürlich Sword Kontakt hält und er immer misstrauischer wird. Er macht bei Norm diese Bewegung an seinen Kopf und holt ihn eigentlich aus dieser Trance heraus, die natürlich diese Friede, Freude, Eierkuchen-mäßige in Westview zeigt. Und er sagt, sie ist in den Köpfen drin, in den Gedanken, so sprich, ist Wanda wirklich bei denen, kontrolliert dieses ganze Westview-Ding und er rastet eigentlich so gesehen aus. Die Frage ist noch, ist sie wirklich das große Ganze halt in dieser Serie? Nochmal wichtig, was ich fast vergessen hatte, wo Wanda rauskommt, hat sie wieder ihren sokovischen Akzent, sprich, ist es einfach so, diese heile Welt, die sie aufbaut, soll diese typische amerikanische Feeling zeigen. Also wenn sie da, also sie hat ja mal weniger Akzent bekommen, aber mit ihrem alten Kostüm und ihr Akzent ist sie wieder so gesehen draußen in einer normalen Welt am Start. Dann sehen wir eine Werbung, Lagos, das Küchentuch, was natürlich, sag mal, Blut wegwischt, ist einfach eine Referenz zu Civil War, wo ja viel passiert ist und Blut fließen musste, so gesehen, wo sie dann Crossbones töten wollte. Ja, es gibt noch eine ganz coole Theorie, die habe ich selber nicht aufgestellt.
dass die verschiedenen Werbungen diese Infinity-Steine darstellen sollen. Ne? Das ist auch schon eine coole Sache, aber ich glaube ganz ehrlich, dass das nicht mehr viel mit den Infinity-Steinen zu tun haben wird. Klar wird das ganze Gesamtkonstrukt, ja, von denen, dieser ganze Gesamtlauf wird ja von den Infinity-Steinen natürlich beeinflusst. Aber ich glaube nicht mehr, dass das so krass auf diese Steine gehen wird. Es wird was anderes kommen, denke ich mal. Es muss sein, weil sonst wird es irgendwann langweilig, finde ich. Dann, was ich ja vorhin schon angesprochen hatte, Sparky der Hund ist plötzlich tot. Agnes hält ihn, weil er hat zu viel von diesem Rhododendron-Busch gefressen. Und die Kinder, Billy und Tommy, sagen dann zu Wanda einen Spruch, mach den Tod weg. Was ich nicht, glaube ich nicht, ich glaube nicht, dass sie das kann. Ich denke mal, vielleicht meinen die oder wissen schon mehr, dass sie vielleicht ein Deal eingegangen ist mit zum Beispiel dem Grim Reaper, der in den Comics ja die Toten wieder lebendig machen kann. Und hier kann ich mir es gut vorstellen, dass sie das vielleicht ansprechen, dass das so kommt. Weil Grim Reaper haben wir auch im Intro schon mal gesehen als Silhouette, was habe ich auch schon mal im ersten Video gesagt. Könnte ich mir sehr gut vorstellen, weil ja auch der Bruder Wonder Man so als kleine verschwommene Sache im Hintergrund eines Featurette war. Also da bin ich mal sehr gespannt, ob der vielleicht noch auftritt. Das ist vielleicht der Mann von Agnes ist Ralph. Also da bin ich noch mal sehr gespannt. Dann kommt es natürlich hart auf hart. Wo Wanda und Vision sich streiten, sehen wir natürlich im Hintergrund dieses Fenster, das ein M bilden soll, wahrscheinlich wegen House of M. Und dann geht es natürlich heiß her. Ich habe ja gesagt, die werden sich noch beide streiten und so ist es auch. Aber wichtig ist dann dieser oberkrasse Cameo-Auftritt, nämlich wo es dann klingelt, steht da plötzlich Evan Peters, a.k.a. Quicksilver, aber aus dem X-Men-Universum von 20th Century Studios. Nämlich nicht Petro Maximoff, den wir ja kennen, der ist ja tot. Also ist aus dem Multiversum geschaffen, die X-Men sind da und plötzlich steht er da. Und natürlich sagt Darcy Lewis, ist er denn jetzt hier einfach recastet, wurde er neu besetzt? Das wissen wir noch nicht, können wir natürlich sehr viel drüber spekulieren. Das ist eigentlich soweit alles in dieser Serie passiert. Also kann man erstmal sagen, Wanda kontrolliert Westview. Das ist auf jeden Fall sicher. Sie kann Vision, ich habe das jetzt ganz ehrlich nicht so richtig verstanden, ich glaube Vision kann sie nicht ganz kontrollieren. Dafür ist auch zu stark, sie wollte es auch. Es war aber schon, glaube ich, in die richtige Richtung, da könnt ihr mich vielleicht mal korrigieren. Aber auf jeden Fall, was sie kann die Kinder nicht kontrollieren. Das konnte sie auch, wo sie die, sagen wir mal, ins Bett gelegt hatte und sie schlafen legen wollte, konnte sie es nicht. Es ist ja auch wieder so angedeutet, was wir auch gesagt haben, im Westview gibt es keine Kinder. Die sind einfach halt mega im Mittelpunkt. Was hat Wanda da wirklich gemacht in dieser... Ja klar, sie hat die Leute ja alle da genommen und hat dann via Westview ihre Sitcom gebildet. Wanda Vision. Dann haben wir natürlich die Maximoff Anomalie. So, was alles geschieht wahrscheinlich in Unterbewusstsein. Wir haben auch, ich habe mal so eine Sache auch noch gesehen, wo sie da gefangen ist, irgendwie in den nächsten Sneak Peek. Und das kann ich mir auch gut vorstellen, aber das macht keinen Sinn. Sie ist da bestimmt nicht irgendwo gefangen, sie agiert ja frei, sie kam ja einfach raus. Also macht das keinen Sinn, aber auf jeden Fall hat sie das ja auch mitgeschaffen. Dass sie aber so kräftig sein kann, stark sein, kann ich mir nicht vorstellen. In dieser einen Szene, wo sie wieder reingeht in Westview, sieht man ja so eine rote Silhouette. Da vielleicht würde die Vermutung, ist es Mephisto oder hat das vielleicht mit Dormammu zu tun? Das habe ich mir auch schon gedacht, als ich das gesehen hatte. So, er ist ja nicht vernichtet, also da könnte es auch in diese Richtung gehen, weil es ja auch wieder mit Dr. Strange nachher zu tun hat. Und diese ganzen Multiversen sind jetzt ja auch entstanden. Plötzlich haben wir die X-Men. Die X-Men haben wir jetzt hier am Start. Sprich, durch wahrscheinlich Evan Peters, der jetzt hier gekommen ist, also der Schauspieler ist das ja, und der Petro Maximoff aus dem X-Men-Universum, ist es der Start wahrscheinlich für die X-Men, dass sie jetzt eingeführt worden sind. Könnte es vielleicht sein, dass Magneto auch auftritt, weil er in den Comics ja der Vater von Petro und Wanda ist. Dass sie eigentlich ja gar kein normaler Mensch war, dass das alles nur gesponnen ist mit ihren eigenen Eltern aus den Werbungen und dass Magneto jetzt endlich ihr Vater ist. Das wäre natürlich auch eine geile Sache. Ich hoffe mal, das geht noch ein bisschen, zügelt sich noch ein bisschen an, dass irgendwann jetzt natürlich noch ein bisschen mehr passiert, aber ich glaube, das wird noch krasser anziehen, wie es jetzt schon ist. Dann habe ich noch so ein paar Theorien, wie diese Bösewicht, habe ich ja gesagt, der Grim Reaper ist noch heiß, auf jeden Fall Mephisto ist noch heiß, aber es wird auch gemunkelt, dass Kang der Eroberer, weil er natürlich in Loki und in Ant-Man natürlich bestätigt, also in Ant-Man ist auf jeden Fall richtig bestätigt und in den Comics ist er ja, er reist durch die Zeit, dass es vielleicht hier schon anfängt, dass er der Oberbösewicht wird, dass er das vielleicht mitgeschaffen hat. Aber
da will ich mich noch nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich könnte mir gut vorstellen, dass das vielleicht kommen könnte mit beeinflussten. Ja, vielleicht ist auch alles am Spiel, dass Mephisto und Kang zusammenarbeiten. Aber ich will auch jetzt nicht da jetzt total ausschweifen in dieser Folge hier in der Schule. Was auch vielleicht sicher sein könnte, es wird ja einmal ganz kurz gesagt, dass sie einen Astronauteningenieur für dieses Gerät, dieses Fahrzeug, was er da reinbrechen soll, dass das vielleicht Reed Richards sein könnte, Mr. Fantastic, weil angeblich war auch eine 4 zu sehen irgendwo in einer Szene und dass das vielleicht der Einstieg sein könnte für die Fantastic Four. Ihr merkt schon, da ist viel passiert in dieser Folge, viel wurde nochmal weiter aufgeklärt und das könnte noch weitergehen. Also macht euch eure Gedanken, ich habe hier so ein bisschen meine Theorien, Spekulationen aufgestellt, meinem hier auf das Schnelle so ein bisschen. Weiter kann man natürlich nochmal sagen, wenn man eine Figur erklärt. Aber ich glaube, wir warten nochmal bis zur Folge 6, dass man noch ein bisschen mehr auf andere Leute eingehen könnte. Was sagt ihr dazu? Könnt ihr gerne in die Kommentare setzen. Was sind eure Theorien? Und Leute, ich würde sagen, bis dann und ciao und bam.